Hallo und herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Oliver Denk, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens Denk Elektrisch, bei dem ihr ein Tesla Model S mieten könnt. Ich wollte in diesem Video nur kurz aufzeigen, was es zu Weihnachten von Tesla gab. Denn ich habe am 25. ein Update bekommen und mit diesem Update kam auch die Weihnachtsgrüße von Tesla. Und zwar hat man ja hier in der Anzeige mit seinem Model S die ganzen Überraschungen oder die ganzen Dinge, die man im Auto schon gefunden hat, an Easter Eggs, an kleinen Überraschungen, die im Programm versteckt sind. Und hier oben kam jetzt mit dem Update am 25.12.2017 das Weihnachts-Easter Egg dazu, ein kleines Rentier. Und wenn man auf dieses tippt, dann geht entsprechend Musik los und auf dem zweiten Bildschirm erscheint dann statt dem weißen Auto ein Weihnachtsmann-Schlitten. Danach dem Aktivieren des Weihnachtsupdates eine entsprechende Musik eingespielt wird, werde ich diese ersetzen und entsprechend unten den Link vielleicht zu der richtigen Musik mitgeben. Und hier kommt nochmal die Abfrage der Santa-Modus. Um den Santa-Modus ein- oder auszuschalten, wählen Sie bitte Ho Ho Ho. Frohe Weihnachten. Und wir wählen mal Ho Ho Ho. Wie du gesehen hast, erscheint auf dem zweiten Display der Weihnachtsschlitten mit dem Weihnachtsmann drin. Das war aber noch nicht alles, denn ich werde jetzt mal eine Runde fahren. Ja, und beim Fahren wird eine schneeverschneite Straße angezeigt. Der Schlitten fährt also auf einer wunderschönen schneeverschneiten Straße und es schneit natürlich die ganze Zeit. Nachher kommen sicherlich noch ein paar Fahrzeuge hinzu. Die Fahrzeuge werden jetzt als Rentiere angezeigt. Eine weitere Besonderheit im Santa-Modus ist, wenn ich blinke, dann läuten die Glocken. Und das jedes Mal. Das macht es dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr erträglich, unbedingt damit die ganze Zeit herumzufahren, es sei denn, man steht wirklich darauf. Aber es ist eher gewöhnungsbedürftig und ein cooler Gag. Und hier sehen wir jetzt deutlich, auf der Fahrbahn wird das vorausfahrende Fahrzeug als Rentier angezeigt. Das war's damit auch schon vom Santa-Modus. Mit dem Update kamen aber noch ein paar Neuerungen, die ich jetzt erst mitbekommen habe. Bei anderen Tesla-Fahrern habe ich gesehen, da waren sie schon vorher eingespielt. Bei mir kam jetzt zum Beispiel noch dazu das verbesserte Einsteigen und Aussteigen, also Easy Entry. Und der neue Fahrmodus Lässig. Neben dem Fahrmodi Sport und Wahnsinn gibt es jetzt eben Lässig. Das bedeutet, dass das Fahrzeug entsprechend gleichmäßig beschleunigt und nicht mehr so stark, je nachdem. Und das Easy Entry für Fahrer entsprechend, je nach Fahrerprofil kann man sich das dann mit anwählen und einstellen. Ich kann das nochmal mit hier zeigen. Entsprechend im Fahrmodus haben wir hier bei Fahren, bei Beschleunigung, lässig mit eingestellt. Sport oder Wahnsinn gab es ja vorher schon. Und die Fahrerprofile befinden sich ja hier unter Profile. Und unter meinem eigenen Profil kann ich dann anwählen die Easy Entry Funktion mit meinem Schlüssel gekoppelt. Und wenn ich mich in das Auto hineinbewege, dann fährt der Sitz entsprechend in die Easy Entry Position, die ich einstellen kann. Dieses wird als eigenes Fahrerprofil mit angezeigt. Und wenn ich entsprechend das Bremspedal dann drücke, um das Auto in Betrieb zu nehmen, fährt der Sitz in mein entsprechendes Fahrerprofil. Das waren soweit alle Infos vom letzten Update im Begriffen der Santa-Modus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere natürlich meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast, damit du kein weiteres Video verpasst. Für Fragen schreib es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Denk elektrisch!